Ja, hallo ihr Lieben. Hallöchen, guten Morgen, fast schon guten Mittag. Genau, wir melden uns aus dem Podcast Die Schau Christi ausdehnen und zwar in der Natur. Genau. Und wie ich immer sage, überall. Mittlerweile sagst du ja schon überall. Ja, wir sind hier, um euch mitzuteilen. Wir haben ein kleines Video gemacht, ein kleines Livestream auf YouTube. Oder einen kleinen Livestream auf YouTube. Genau, was ist damit? Ja, genau, da ging es um die Frage, also was ist der Sinn des Lebens? Eine Frage, die mich persönlich immer beschäftigt hat. Und wie die meisten erkennen, also in meinem Leben immer angeregt durch nicht so angenehme Gefühle, nicht so ja, schöne Situationen. Hat mich diese Frage immer begleitet und ich konnte den irgendwie nie finden. Mal gab es phasenweise so im Kopf, es gibt so Theorien, wenn man dann irgendwie so esoterische Bücher liest. Ne? So dann denkt man wie, ah ja, ich bin hier auf die Erde gekommen und so weiter, deswegen oder liebe deinen Nächsten und so weiter. Aber es hat nie wirklich dauerhaft irgendwie mich zufriedengestellt. Und dann fühlt man sich, wenn man das Gefühl hat, man hat den Sinn des Lebens nicht, man versteht das nicht, kann man sich ziemlich beschissen fühlen. Und da kam ich eben vor ein paar Tagen darauf, dich das mal zu fragen. Da gibt es ja schon nicht nur von heute, sondern auch von gestern ein Video drüber. Und heute hatten wir das Gefühl, wir führen das weiter, ne? Das Thema. Genau. Und wenn du eine Idee hast, was der Sinn des Lebens ist, dann kannst du den gerne auch hier drunter schreiben in den Kommentaren. Oder du kannst dich bei uns melden, wenn du Fragen hast. Dann wünschen wir dir eine gute Schau Christi heute. Und den Link von diesem Livestream, den haben wir hier unter diesen Podcast drunter gesetzt. Mhm. Kannst du dir mal anschauen. Viel Spaß dabei. Ja, genau. Und ich wollte aber nochmal sagen, dass also warum ich auch irgendwie so Lust hatte, diese Frage jetzt hier mal im Podcast, auf YouTube und so mal so zu stellen, was ist denn der Sinn des Lebens, möchte ich auch echt dazu einladen, wenn ihr Schwierigkeiten habt, wenn ihr in einer Krise seid, wenn ihr euch das Hirn zermartert, ne, und euch schlecht fühlt, genauso wie wenn ihr sagt, ja, für mich ist der Sinn des Lebens, den habe ich entdeckt und der ist das und das, meldet euch gerne. Okay, ciao. Ciao.